Willkommen bei So geht das. Ich bin Kim und heute reden wir mal über ein ernsthaftes Thema, Organspende. Im Schnitt finden in Deutschland jeden Tag 11 Transplantationen statt. Darunter sind nicht nur Herz und Lunge, sondern auch Augenhornhäute, Teile der Blutgefäße, Sehnen und Knorpelgewebe. Während die eine Transplantation dafür sorgt, dass der Empfänger überhaupt eine Überlebenschance hat, gibt es andere, die dazu führen, dass der Patient an Lebensqualität gewinnt und zum Beispiel die wöchentliche Dialyse nicht mehr benötigt. Von den durchschnittlich 400.000 Menschen, die jedes Jahr in deutschen Krankenhäusern sterben, sind nur 1% potenzielle Spender. Das Transplantationsgesetz sieht vor, dass der Hirntod von 2 unabhängigen Ärzten festgestellt werden muss. Damit die Organe funktionstüchtig bleiben, muss allerdings ein Herz-Kreislauf-Stillstand unterbunden werden. In der Regel geht der Herzstillstand dem unumkehrbaren Hirnfunktionsausfall voraus. Erst die moderne Medizin macht es möglich, einen Menschen künstlich zu durchbluten, der nie wieder aufwachen wird. Ein wichtiger Hinweis ist es zum Beispiel, wenn die Pupillen weit werden und nicht mehr auf Licht reagieren. Wenn weitere Untersuchungen den Hirntod bestätigen und damit den unwiederbringlichen Verlust der Wahrnehmung, des Denkens, der Atmung und der zentralen Steuerungsfähigkeit für die gesamte Körperfunktion, dann sind weitere therapeutische Bemühungen sinnlos und eine Organspende ist nun theoretisch möglich. In der Folge geschehen 2 Dinge. Während die künstliche Beatmung aufrechterhalten wird, wird die Deutsche Stiftung Organtransplantation informiert, da die Organisation von Organspenden in ihren Händen liegt. Zweitens wird das Angehörigengespräch geführt. Der behandelnde Arzt oder ein Transplantationskoordinator spricht mit den Hinterbliebenen über die Wünsche des Verstorbenen und seine Bereitschaft, Organe zu spenden. Wenn keine eindeutige Erklärung des Patienten vorliegt, entscheiden die Hinterbliebenen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen. Wenn die Einwilligung zur Spende vorliegt, muss alles sehr zügig ablaufen und die DSO übermittelt die Daten des gespendeten Organs an die Stiftung Eurotransplant. Dort wird nach medizinischen Kriterien wie Erfolgsaussicht oder Dringlichkeit ein passender Empfänger auf der Warteliste ermittelt. Um den empfangenden Menschen zu schützen, veranlassen die Koordinatoren der DSO nun verschiedene Laboruntersuchungen, die ausschließen, dass der verstorbene Mensch an einer übertragbaren Krankheit, einer Infektion oder einem Tumor erkrankt war. Wenn alle Voraussetzungen für eine Organspende erfüllt sind, kann mit dem Prozess der Entnahme begonnen werden. Da die Zeitspanne zwischen der Organentnahme und der Transplantation entscheidend ist für das Gelingen einer Transplantation, sollte die Transportzeit so kurz wie möglich sein. Nur wenige Stunden dürfen vergehen, sonst werden die Organe geschädigt und die Transplantation kann missglücken. Nach der Organentnahme wird der Leichnam in würdigem Zustand zur Bestattung übergeben. Die Angehörigen können in jeder gewünschten Weise Abschied vom verstorbenen Menschen nehmen. Durch die Entwicklung immer effektiverer sogenannter Immunsuppressiva, also der Medikamente, die die körpereigene Abwehr unterdrücken, kann die Häufigkeit von Abstoßungsreaktionen reduziert werden und so die Erfolgsaussicht bei Organübertragungen gesteigert werden. So funktionieren beispielsweise 88% der transplantierten Nieren noch nach einem Jahr, nach 5 Jahren sind es noch 74%. Bei den anderen Organen liegen die Erfolgsraten nur geringfügig darunter. Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen gehören zum Pflichtprogramm jedes Organempfängers. Wer jedoch vorher damit rechnen musste, bald zu sterben und nun ein voll funktionstüchtiges Organ sein eigen nennen kann, der lernt meist schnell, mit diesen Einschränkungen zu leben. Nierenkranke brauchen keine Dialyse mehr, Menschen können nach einer Herztransplantation wieder joggen, Diabetiker mit einer neuen Bauchspeicheldrüse benötigen oft keine Insulinspritzen mehr. Eine Organtransplantation bedeutet für den Empfänger den Beginn eines neuen Lebensabschnitts mit höherer Lebensqualität und nicht selten feiern Betroffene von nun an 2-mal im Jahr Geburtstag. Wie ihr seht, ist das Thema Organspende ein großes und wichtiges und eure Entscheidung dafür oder dagegen hat unmittelbaren Einfluss auf das Leben anderer. Ich möchte euch ans Herz legen, euch damit auseinanderzusetzen, ob und wie eine Organspende für euch in Frage käme und diese Entscheidung schriftlich festzuhalten. Auch und gerade wenn ihr euch gegen eine Spende entscheidet, solltet ihr diese Informationen in einem Organspendeausweis vermerken, um euren Angehörigen und geliebten Menschen den Schmerz zu ersparen, im Augenblick großer Trauer eine so weitreichende Entscheidung zu treffen. Auf www.organspende-info.de oder unter 0890 40 400, sorry, das hört sich an wie, als würde ich gleich hier eine GoGo-Sendung machen. Ruf mich an, 0890 40 400. 40.
auf www.organspende-info.de oder unter 0890 40 400 könnt ihr euch umfassend informieren und nachher eine selbstverantwortliche Entscheidung treffen. Ist voll serious hier, sorry. Penis. Oh, Penistransplantation. Was ist denn los mit mir? Ich muss lachen.